Facts, don't give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on you. Hallöchen, meine Freunde, hier ist Pandiro mit dem nächsten Part zum Let's Play Pokémon Rubin. Metronom Team Only Run. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, sind unsere ganzen Fischer, Mr. Fister, Sadomaso, SHARP, Bluebeard, Bone Sanity und Nico Margin. Level 55, hab hier ein paar Veränderungen vorgenommen. Und weil Underleveled hat mir doch nicht so super duper cool gefallen und alles. Deswegen werde ich da jetzt was machen. Und ja, hab ein paar Tränke geholt und alles, ganzen Kack, das langt locker. Okay, ich würde sagen, wir können auch direkt in diesem Part, bevor eine Minute jetzt vorbei ist, mal anfangen, da reinzugehen. Alles crashen wie Märchen und auf geht's. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich habe einfach mal jetzt Mr. Fister nach vorne getan. Okay. Ulrich mit einem Magnein-Level 46. Mal gucken, wie weit wir kommen. Metronom und so. Hardcore schon mal Solarstrahl vorbereiten und alles, was gibt. Killt es fast. Komm schon. Feuerschlag fast gekillt, da der sowieso... Hey, geil. Tengulis, wen können wir jetzt reinschicken? Wir schicken mal Sharp rein. Meinen coolen Freund Sharp. Nicht cool. So. Ja, Mogelhieb hin, Mogelhieb her. Okay, dann macht Doppelteam, das finde ich nicht geil. Jetzt fängt es schon mal an. Alles, was wir machen, geht daneben. Warum tut sich eigentlich immer Sharp verwurzeln? Jetzt mal nur so nebenbei. Funkensprung geht, alles geht daneben. Hardcore, Chidik, aber Überwurf trifft, Hardcore geil. Na, Kacke, Grasflöte, Jock, aber egal. Jetzt noch verwirrt und so, wir können nicht austauschen wegen Verwurzler, deswegen muss Sharp das alles jetzt mal machen. Aber das ist kein Ding, solange das Teil keine Überreste hat. Jawohl, jetzt pennt's auch noch gleich. Und das Ding bekommt uns auch nicht down, solange wir Verwurzler haben und es uns so wenig abzieht. Jetzt pennt's auch noch. Jetzt ist wieder aufgewacht. Come on. Keine Wirkung, der Psy-Schub. Schade, schade, schade. Was für ein ultimativ spannender Kampf das doch ist. Eruption geht auch alles daneben. Wir treffen mit gar nichts mehr, weil das Kackding so oft Doppelteam eingesetzt hat, bis es nicht mehr geht. Nicht mal Nietenranke kann jetzt irgendwas tun. Aber eine Attacke jetzt, die kommen würde, die sofort killt, wäre chillig, so wie Meteorologe. Hardcore chillig. Und geil zugleich. Mal gucken, wie wir gegen dieses Torhaido kämpfen können. So toll jetzt auch nicht wirklich, aber okay. Das war's mit Sharp. Jetzt checken wir mal Sadomaso rein. Stab Move. Naja, nicht wirklich, aber Klammern zieht ordentlich ab. War doch gut, dass die Viecher Level 55 jetzt sind. Vergiftet, yeah! Hardcore-chilliges Leben. Jetzt müssen wir es nur noch so killen, dass es so stirbt. Okay. Hypertränke lang. War außerdem billiger und ich konnte mir Hypertränke holen, weil keines unserer Viecher hat über 200 KP. Von daher ist es ziemlich cool. Jawohl, jetzt haben wir Rauhaut. Der kann verletzt werden. Und mit dem Dreifach-Kick den Hai so derbe ins Jenseits der Fische geschickt, dass es nicht mehr gehen kann. Absol. Und das war's auch schon mit Mr. Fister. Oh, Willensleser, was geht ab? Komm, Kauattacke. Säure. Autsch. Gucken wir mal, was Nico Margin so drauf hat. Komm schon. Dafür haben wir eine Kackverteidigung, muss ich zugeben. Muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, Leute. Aber ist kein Problem. Das packen wir schon. Ein KP. Du Bär. Komm schon, Bony Mahoney, Kometenhieb. Pauk, Absol gekillt. Hardcore-Niese, sehr, sehr Niese. Okay, das war's mit Bony Mahoney. Jetzt kommt unser letztes Viech rein. Ich tu mal so ein Safety-Stady hier setzen. Kann dabei ein paar Leute mal beleben hier. Ja, Egelsamen. Okay, damit kann ich... Lass mal gerade mal riskieren, mal gucken, was ich mache. Mit einem Cup. Ja, okay. Das war's damit.
Ich kann mal ein paar Leute hier beleben. Saromasa und so. Ja, Initiative senken ist gut. Damit kann ich leben. Finte bockt uns eh nicht, von daher ist es auch Jock-Problem. Problem Jock. Komm schon, Sharp. Ja, Mann, der schläft. Wie cool ist das denn? Jetzt können wir erstmal Sharp wieder regenerieren. Und ausgewichen. Hardcore geil. Jawohl, und der ist verwirrt noch. Chillige, bulle, bulle, bulle. Komm und Gigasauger. New York. Und komm wieder verletzt. Und jetzt greif an. Mit Kratzer gekillt. Und wir haben Ulrich, den ersten der Top 4 Derbe, in die Eier getreten. Das finde ich richtig cool. Ja, okay. Wir können heilen erstmal ein bisschen. Kennen wir ja irgendwoher nicht. Ah, komm. Leute, nicht mehr lang, dann hat Takoro... Ja, was heißt nicht mehr lang? Ich sag einfach mal nicht mehr lang. Nicht mehr lang, dann hat Takoro auch schon den Galaxy Tower durch. Dann muss nur noch den 8. Orden, die Siegesstraße und die Pokémon-Liga packen. Und dann wird's auch den Galaxy Tower zum Download geben. Ich freue mich schon richtig drauf, dazu dann die Let's Plays zu sehen und alles. Das wird richtig chillig. Freue mich echt hardcore drauf, Leute. Auf geht's gegen Antonia, die zweite der Top 4. 6 Minuten erst vorbei. Wow. Kam mir irgendwie länger vor. Okay, das war schon mal schlecht, diese Genesung, aber ja, okay, wir greifen trotzdem an. Okay. Erstmal schön tauschen hier, was kann passieren? Okay, alles hat Wirkung Jock. Ui, Drachenklaue, was passiert? Hardcore, Top-Genesung und so, kennen wir. Yo, yo, yo. Da, das ist nicht sehr cool. Das ist auch nicht cool. Aber eine Finte ist Hardcore cool. Komm und... Delegator, du krankes Arschloch. Was kann noch in deinem Kopf vorgehen, mein Freund? Ja, meine Delegator ist eingesteckt. Wir verletzen uns selber. Sehr und nicht mehr verwirrt. Komm und... Alhamdulillah. Komm und... Ja, okay. Jetzt können wir wenigstens nicht mehr von Geistattacken getroffen werden. Unser Delegator ist auch kaputt. Und Surfer killt den Geist-Zyklopen. Lass mir Banette mal drin. Jawohl, Taucher, was ist los? Chillig. Na, fuck, fast getroffen. Ja, jetzt brennen wir auch noch, na klar. Oh, das wäre chillig, wenn er jetzt eingefroren wäre. Und wir verlieren hier Hardcore an AP für Metronom. Wir haben nur noch 64. Komm schon. Fuck. Aber kein Problem, Nekomajin kann das machen mit einem Metronom. Knirscher direkt gekillt. Heißt, wir können auch Nekomajin drin lassen gegen die zweite Banette. Jetzt verbrennen wir es. Das ist doch fair, nicht wahr? Okay, dafür kann das scheiß Ding Spukball, das wusste ich nicht. Aber das macht auch nichts. Nekomajin ist hin, ist kein Problem. Ich schicke einfach mal Sharp rein. Metronom. Blobstrahl. Jawohl, und jetzt können wir bei dem Groll machen. Das finde ich irgendwie lustig, dass wir jetzt die Attacken bei ihm einsetzen, die es bei uns einsetzt. Banette ist down, Zwirklop kommt rein, vorletztes Vieh von ihr. Und wir hauen weiter mit Metronom rein, verwirren es erstmal fett mit Taumeltanz, einer meiner Lieblingsattacken. Ja, und wir sind direkt eingefroren. Kein Problem. Wer hätte es gedacht? Dafür können wir das erstmal nutzen. Und hier ein bisschen beleben und heilen und alles, was es kann und bla bla bla. Dies, das, tralala und so. Und Sharp ist kaputt. Kein Problem. Rein mit dir, Saromaso. Hau rein. Naturkraft hat keine Wirkung. Kein Problem. Und wir verletzen uns noch selber. Natürlich. Und sehr effektiv Volltreffer down bekommen. Problem Jock. Nekomajin, Hitzekoller. Direkt draufgehauen. Senkt unseren Spezialangriff sehr, aber das ist kein Problem. Das Ding hat eine Beere. Das finde ich nicht cool.
Eiseskälte, das wäre so genial gewesen. Fucker verlässt uns selber und der Komajan ist auch down. Rein mit dir, Boney Mahoney. Okay, Psycho Plus. Wir haben überlebt. Was kann passieren? Und Volltreffer kaputt. Jetzt kommen wir Mr. Fister mal reingeschickt. Saven. Auf, hau rein. Alter, gleich Mr. Fister Level 56. Komm schon. Riechsalz. Komm schon, Mann. Jawohl. Geschenk, er holt sich. Komm schon. Und wir sind eingeschlafen. Was ein brutaler Fail das doch ist, nicht wahr? Wir schlafen. Wir schlafen. Wir sind tot. Okay, jetzt ist wieder nur Bluebeard drinne. Heißt für uns wieder Hardcore-Belebenzeit hier. Okay, erstmal die, die keine Schwäche haben. Ja, wir sind verwirrt, das bockt mich gar keinen Meter. Oh, komm schon. Komm, riskieren wir es mal. Und, der setzt auch Top-Genesung ein. Wer hätte das denn gedacht? Dafür hat er noch ein bisschen den Schnapper an sich drin. Das ist cool. Hoffentlich sind wir nicht mehr... Wir sind immer noch verwirrt. Okay, das ist schlecht. Okay, das ist wirklich schlecht. Komm schon, Mann. Jawohl. Oh, und keine Wirkung. Komm schon. Juhu! Spukball Jock. Und es kann Erdbeben. Dafür Genauigkeit erstmal schön senken. Und wieder hochgeladen. Was kann passieren? Und Erdbeben ging daneben. Für alle, die sowas noch nie gesehen haben, Erdbeben kann daneben gehen, ja. Klingt derbe komisch, ich weiß. Ah, cool, Zubiris ist jetzt drinne. Das können wir, glaube ich, ein kleines bisschen einfacher besiegen. Wenn wir uns nicht selber verletzen würden. Okay. Komm schon. Hardcore. Wenigstens mit Eisstrahl schön reingehauen. Jetzt können wir Sharp mal reinschicken. Der kann es beenden. Himmelsfeger, was los? Und ging daneben. Ich war schon bereit, meinen Dot zu machen, aber es geht natürlich daneben. Als Strafe paralysieren wir es erstmal. Fett, machen Metronom und schlafen ein. Und wir schlafen. Und wir schlafen. So, jetzt wachen wir mal auf und kacken Doppelteam rein, so wie das Tengulist am Anfang. Geben dem Feuerschlag. Und frieren ihn ein bisschen ein. Und es lebt immer noch. Du kannst es nicht töten. Dafür kannst du nicht angreifen. Nicht fliehen. Und wir machen den Finish-Move mit Prügler. Komm, lass mir mal Sharp drin. Das kann jetzt ein Epic-Win werden. Das Ding ist noch vergiftet. Blubber. Jawohl. Und Erdbeben keine Wirkung auf uns. Und es kann, glaube ich, nur noch Erdbeben machen, was äußerst cool ist. Nein, es kann... Das scheint gerade irgendwie hardcore auf, dass nichts eine Wirkung hat. Komm schon, wir haben es wie gewonnen. Und keine Wirkung. Eiskalt. Das hatte ich noch nie gehabt. Nicht mal im Blatt-Grün-Metronom-Run. Beim Geist-Pokémon in die Luft gesprengt. Sharp, das war einfach kein Bock mehr aufs Leben. Hardcore geil. Sadomaso heilt sich. Danke für den spannenden Trank. Konfu-Strahl. Und Zwirkop ist down. Das war echt hardcore geil. Dankeschön. Nekomagen wiederbeleben, Sharp erstmal wiederbeleben und den coolen Bluebeard wiederbeleben. Können wir jetzt alle mit einem Hypertrank schön heilen hier. Okay, chillige Sache, chillige Angelegenheit und cooles Ding. Jetzt können wir erstmal fett gegen Frosina hier antreten. Haben es auch fast geschafft, so gesehen nur noch drei Trainer müssen wir besiegen. Aber erstmal kacken wir Frosina in den Sand rein.
Oder ins Eis, wie auch immer. Kack doch drauf. Turbodreher, fette Sache. Nekromantischen Hälfte weg. Und Flammenwurf direkt fast gekillt. Derbe geil einfach nur. Wir heilen mal, weil der heilt so oder wieso. Und da fängt der ganze Kampf wieder von vorne an. Januar, Februar, Hälfte weg. Der Jahresrückblick bleibt niemals still. Ja, okay, wir werden verletzt und so. Schlammbad, leider nicht vergiftet. Aber okay. Kommt noch ein Knirscher, überleben wir, glaube ich. Und Volltreffer gekillt. Wer hätte das gedacht? Jetzt können wir noch, Gott sei Dank, das zweite Finon-Tor auch noch killen bei der Gelegenheit. Ja, man, Spukball ging daneben, ey. Das war doch jetzt wirklich, es war echt hilfreich, oder? Das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, gell? Okay, Bonesanity hat hier gar keine Chance. Sadomasu, glaube ich, auch nicht. Yep. Heißt, wir müssen mal Mr. Fister reinschicken. Und der ist schneller. Das ist schon mal nicht cool. Aber mit Ultraschall und Drachenwut und den ganzen Dingern, die einen fixen Wert zum Abziehen haben, das wird schon. Ja, man ging daneben. Aufruhr, fitte Sache. Komm schon. Ja, Mann. Glück gehabt, ey, ohne Kack. Ja, aber ging daneben, komm und. Donnerschock killt es nicht. Aber, ihr Schlag tut es. Und Mr. Fister verdient sein Level 56. Wir lassen es mal drin gegen Seon. Kacken Felsgrab drauf. Hälfte weg, Initiative gesenkt. Der macht nur Hagelsturm. Wir hauen weiteren Metronom drauf und hauen auch mit Eisstrahl hin, was nicht sehr viel abzieht. Wir überleben es mit einem KP und fast gekillt mit Stahlflügel. Das war episch. Ich weiß nicht, warum ich Sharp reingesetzt habe. Das kann sein Todesurteil werden. Aber, er killt das Sejong nicht mit Eissturm. Komm schon. Und Sharp macht Surfer und tötet diese Robbe. Jetzt kommt der zweite Sejong und dann nur noch ein Valreiser. Und bei dem können wir vielleicht gearscht haben. Ja, man, Blizzard ging daneben und so. Das ist cool. Solange der Hagelsturm macht, ist es in Ordnung. Hyperzahn. Okay, wir sind verliebt. Safe State. Komm schon, Sharp. Scheiße. Komm schon, Sharp. Scheiße. Scheiße. Auf, komm, kacken wir mal Bounty Mahoney rein. Mal gucken, ob er als erstes angreifen kann. Ja, Mann. Und alles hört auf. Und Bonesanity, das kann sein. Win! Win! Jetzt nur noch ein Kackwallreiser. Komm, da lassen wir bei uns nicht mal drin. Was kann noch passieren, Mann? Okay, nächstes Mal halte ich meinen Maul einfach nur. Okay, jetzt müssen wir es wieder überleben. Komm schon, Bluebeard. Das wird episch. Oh je. Okay. Fuck. Nekomagen, rein mit dir. Können wir das erst angreifen? Ja, können wir. Amnesie. Do. Und wir sind direkt eingefroren. Wer hätte es gedacht? Aber wir haben zufälligerweise noch 11 Top-Genesungen, jetzt nur noch 10. Können mit Metronom draufkacken, Gegenschlag starten, was sehr effektiv ist, aber irgendwie auch nicht. Natürlich sind wir paralysiert. Dafür haben wir es paralysiert. Das ist cool. Und es kann nicht angreifen. Ja, okay, es kann doch angreifen. Komm schon, Nekomagen. Fuck. Okay, jetzt können wir auf die Paralyse beten. Und einfach mal mit ein paar Belebern hier weitermachen. Kacke. Komm schon, Sadomaso. Jetzt sind wir sowieso schneller als alles, was sie hat. Komm schon. Kreuzhieb killt es. Ja, Mann. Sadomaso, du geile Sau. Und auch Sadomaso erreicht jetzt durch die 1089 Erfahrungspunkte Level 56. Congratulations! Frosina wurde besiegt, weil wir zu heiß sind. Und sie ist zu Ice-Ice-Baby. Okay, laden wir erstmal alles hier auf. Komm schon, Mr. Fister, chilliges Leben. Okay. Heilen. 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 Chilliges Leben.
Okay, Leute. Guck, wo wir sind. Nach 20 Minuten jetzt, genau sind wir hier angekommen. Beim letzten der Top 4 bei Dragan. Wenn wir ihn besiegt haben, fehlt nur noch Troy. Und dann haben wir das Spiel gepackt. Mit einem weiteren Metronom-Team. Okay. Mal gucken, vielleicht packen wir das noch in diesem Part. Das Spiel zu Ende zu bringen. Ich hab's jedenfalls vor. Kack drauf, wie lang der Part wird. Alles Klärchen, wie Märchen. Wir haben keinerlei Drachenschwäche, aber die können noch andere chillige Attacken. Wen lassen wir nach vorne? Ich glaube, wir lassen mal Nekomachen mal nach vorne. Ich mach ganz kurz mal Pause hier. Alles klar, bin wieder da. Wir können speichern. Okay. Dragan, Draschel und Nekomachin. Wir sind schneller. Okay, schon mal Initiative gesenkt und wir schicken Libeldra mal rein. Mal gucken, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht mit den ganzen Brüllern und Wirbelwind, damit wir erstmal die Stärkeren killen können. Alter Fuck. So, Sandsturm-Immunität und keine Bodenattacken. Dafür kann das Scheißding... Flammenwurf. Eins von den beiden Dingern kann Flammenwurf von seinen zwei Libeldras. Ja, man, nicht paralysiert. Hardcore chillig. Der ist eingeschlafen. Okay, gut. Jetzt können... Jetzt wieder zurückgerufen. Na klar. Okay, einfach mal testen. Fuck. Okay, auch Level 55. Fuck. Komm schon. Gut, dass wir keine Drachenschwäche haben. Eisstrahl! Fuck, fast gekillt. Aber das ist cool so. So kann er wenigstens nicht Top-Genesung einsetzen. Jetzt eine Attacke, die killt. Komm schon, jetzt können wir beten, dass es nicht trifft. Okay, tut es doch. Komm schon. Na komm, ich mache einfach den hier. Chillig. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Bluebeard, komm schon, Bluebeard, komm schon! Wunschtraum, so ist chillig. Komm schon! Riechsalz. Okay, das fand ich nicht sehr cool, aber was soll's. Alter, Läuterfeuer, das war kacke. Okay, Safety State, fuck, der fliegt hoch. Und ein Abgesang drauf gekackt, okay. Vielleicht kommt jetzt ein Rückentzug oder sowas. Okay, wir sind tot. Der fliegt wieder hoch. Giftblick. Kack, wenn wir angreifen, macht er Top-Genesung. Okay, wir müssen den im orangenen Bereich killen. Und mit Safe States ein bisschen rumarbeiten. Aber das bekommen wir schon hin. Oh, fuck, der Himmelhieb, der könnte cool werden. Der Himmelhieb wäre echt cool, wenn er jetzt kommen würde, wenn er fliegt. Fuck, wir müssen ihn mit einer Attacke jetzt killen. Ja, man ging daneben, okay. Ja, okay, das ist cool, so ist chillig, so ist chillig. Fuck. Wirbelwind, gut, das nicht getroffen hat. Okay, das ist kacke, Mann, wir müssen den killen mit einer Attacke. Komm schon. Fuck. Tagedieb, chilliges Leben. So ist cool. Psykraft, Genauigkeit gesenkt. Okay, Safe State. Und Finale, ja man, chillig. So ist cool. Okay, jetzt schicken wir erstmal Speicher, mal gucken, wer da reinschickt. Okay, Libeldra, das ist cool. Können wir erstmal Bluebeard wiederbeleben. Und fuck, es ist das Sharp, das Libeldra, was Flammenwurf kann. Okay, das ist äußerst schlecht. Nachspiel. Komm schon.
Vitalglocke. Komm schon, Feuerrote. Doch, wir sind paralysiert. Doch, wir sind paralysiert. Das ist schlecht. Wir sind jetzt mal paralysiert! Okay, jetzt speichere ich, Mann. Kack mich. Okay, jeder KP ist ein guter KP. Oh, scheiß drauf, wir greifen jetzt an. Knirscher, chilliges Leben. Komm schon. Ja, Mann. Knochenharz, scheiße. Sandwirbel auch noch. Scheiße, Mann. Aber wenigstens können wir angreifen. Delegator reingekackt, okay. Könnte ein bisschen helfen vielleicht. Mega-Hieb ging daneben. Und wir sind paralysiert. Aber jetzt geht's mit Eisstrahl drauf und die Beldras Down bekommen, jawoll. So ist cool. Jetzt kommt das Draschel von vorher. Danach hat's nur noch 3, gell? Weil 1 hat nur eine Statusveränderung, gell? Das war ziemlich cool. Ich glaube, das Schlafende war das, gell? Aber das ist jetzt voll kacke wegen... Weil wir Dings haben. Sandwirbel in den Augen. Also wir haben Sand in den Augen, nicht den Sandwirbel in den Augen. Komm schon, Bluebeard. Eishieb ging kacke leider daneben. Ach, du regst mich auf, Mann. Ich gebe mir einfach Top-Genesung. Was kann passieren, Mann? Was ist los? Ja, okay. Okay, okay, okay. Auf geht's. Nietenranke. So viel KP abziehen, wie geht. Ja, okay, und? Geofissur ging daneben. Komm schon. Are you serious? Lol, cool, Kismetwunsch. Das könnte unsere Hilfe sein. Komm schon. Wickel. Es schlug fehl. Scheiße. Aber okay, wir haben noch genügend Top-Tränke hier, Hypertränke. Fuck, das setzt jetzt Top-Genesung ein. Das war kacke. Scheiße. Alles klar, können wir Nekomagen mal reinschicken. Erdbeben, direkt Erdbeben. Volltreffer auch noch gelandet. So ist gut, Nekomagen. Und jetzt noch Schutzschild, okay. Aber jetzt. Bohrschnabel. Und Gesichter, ja okay, du siehst ihn. Das weiß ich, dass du ihn siehst. Bodycheck. Und ein Seher. Komm schon, Nekomagen. Tarnung. Ja! Geil, Mann! Besiegt! Okay. Jetzt kommt Altaria. Lass mir einfach mal Nekomagen drinne. Speichern wir. Okay, das so viel zu dem Thema. Mal gucken, wie viel wir jetzt ausrichten können. Drachentanz. Super. Klasse. Alles geht daneben. Okay, der macht weiter Drachentanz. Das ist nicht gut. Sobald er angreifen kann, das hast du jetzt nicht gemacht. Hitzekoller. Kapam. Schuh. Ja, man, Hyperzahn fast gekillt. Der macht Top-Genesung. Scheiße. Aber der killt sich ja auch fast selber mit Bodycheck. Und Steinwurf. Muichok gesellig. Sadomas was drunter bekommen, okay. Bone Sanity rein. Komm schon. Ja, der Drachentanz hin, Drachentanz her und. Komm schon, noch eine Attacke, Bone Sanity. Riechsalz gekillt. Das war's mit Altaria. Jetzt kommt nur noch sein letztes Libeldra, was noch pennt. Ja, erstmal verlangsamen, das ist cool. Der schläft immer noch. Muichok gesellig. Wir fliegen hoch.
Aufgewacht, Sandsturm, okay, bockt uns eh nicht als Bonesanity. Fuck. Ja, Mann, Solarstrahl. Komm schon. Kuiuiuiuiuiuiui. Guckt euch das an, der hat's überlebt. Gar nicht mal so schlecht, der kann klingen. Auf, komm schon, Bonesanity. Gekillt! Victory! Oh, Hardcore. Nach einer halben Stunde Dragan gekillt. Auch nach einer halben Stunde die ganze Top 4 gekillt. Oh Mann. So ist cool. Okay, aber Leute, wir machen jetzt nicht Schluss. Das hier ist der letzte Part. Das kommt alles hier dran. Wir werden. Scheiß drauf, wie lang der Part wird. Ich will den Champ noch besiegen. Das kann episch werden. Ich weiß auch, dass es hardcore episch wird. Und derbe schwer. Wir müssen alle unsere Kräfte mobilisieren, um zu gewinnen. Vielleicht verwandelt sich sogar unser Sharp in einen Super Saiyajin, wer weiß es. Okay, so ist chillig. Okay. Ich speichere mal. 25 Stunden und Anna so. Ein Tag und anderthalb Stunden. Alles sind schön topfit und alles, das ist cool. Ich mach grad mal hier kurz Pause, dann geht's weiter. Okay, bin wieder da. Puh, wie viele Pokédex-Dinger haben wir denn nicht? Okay. Seid ihr bereit, Leute? Habe ich gespeichert, ich speichere sicherheitshalber nochmal. Puh. Okay, Leute, wir haben es bis hierhin gepackt. Wir haben es bis hierhin gepackt. Auf geht's. Wir dürfen nicht schlapp machen. Da ist er. Willkommen, Pandora. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit den Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun, zeig es mir. Hit me, baby, one more time. Au! Okay. Eine Herausforderung von Champ. Und wir bleiben treu, so treu. Nekomagen 57. Wir sind schneller. Boah, haut schon hardcore nicht rein. Okay, ein Stachler, nicht schlecht. Dafür überleben wir wenigstens einen Stahlflügel. Kaskade und down mit Nekomagen. Auf geht's. Sharp gegen Sharp. Sharp ist schneller. Low Cannonade! Woo! Geil, Mann. Und wir leuchten. Okay, das ist chillig. Wir sind etwas vom Vorteil, weil seine Attacken uns nicht viel ausmachen, aber dafür wir Attacken drauf haben können, die ihnen was abziehen, wie zum Beispiel Kaskade und Low Cannonade. Und Dings, Donnerblitz und so ein ganzer Kack. Komm schon, Sharp. Okay, senkt Spezialverteidigung. Wir haben 24 Hypertränke, nur noch 23 jetzt. Komm schon, Sharp. Geheimpover. Wir können dieses Panzer-Aeron besiegen. Vielleicht kann sogar Sharp unsere Rettung sein. Ja, man paralysiert. Wenn nicht durch Body Slam, dann wenigstens durch Stachelspore. Cosmic Kraft, okay. Fuck. Okay, auch ein Stahlflügel, nicht schlecht. Komm schon. Guckt euch das an. Hardcore. Fast gekillt mit einer Normalattacke. Okay, der macht keine Top-Genesung mehr. Das ist mucho gesellig. Und Hydro-Pumpe down bekommen. Sharper Rest Level 56. Können wir mal drin gegen Stolos lassen. Direkt. Ja, na klar.
Boah, was ein Trap-Typ das ist. Hat er einfach Hardcore, Mann. Wir sind fast gearscht, Leute. Alter, guckt euch das an, Leute. Safe State! Fuck, guck mal, der trifft. Alter, der trifft mit jedem Donner. Guckt euch das an. Kack drauf, Hälfte weg. Chillig. Komm, Sado, machst du rein mit dir, mein Bub. Und Stolos gekillt, so muss sein. Armaldo kommt rein. Lassen wir mal gleich drinne. Wir sind schneller als alles, was es hat. Bam, pam, pam. Hui, uiuiuiui, Hardcore. Okay, das war schlecht. Zielschuss schon wieder. Ja, Ula! Komm, irgendeine Attacke, die ihm Damage macht. Ja, man, Antikraft zum Beispiel, so ist chillig. Rein mit dir, Boni Mahoney. Fuck. Unverwirrt auch noch, Kacke. Hat uns zwar nicht wirklich viel abgezogen, aber allein es geht ums Prinzip. Ja, Mann! Hardcore, gut gemacht, Bonesanity. Oh, Hardcore, geil. Chillig. Und Bonesanity erreicht auch Level 56. Hardcore, chilliges Leben. Es kommt erstmal Willi rein. Mann, gekillt haben wir dich mit einer Guillotine direkt ins Grab geschickt. Aha, this is my shit. Geil. Direkt rein. Lord, give me a sign. Ach du meine Güte. Leute, ich muss kurz mal Pause machen. Hardcore, ich bin wieder da, Leute. Kacke, verdammt. Komm, lass uns mal gleich drin gegen Lepomentas. Okay, der ist schneller, das ist Kacke. Aber wir können mal was testen, wenn wir Hypertrank einsetzen, ob wir das überleben. Okay, Volltreffer. Reflektor. Nö, warte mal, ich will das mal gucken, ob das überlebt, ein Erdbeben. Na klar, überleben wir ein Erdbeben. Was ist los? Okay, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Ich hab mir gerade den Hals rausgeschrien, ey. Komprimator, chillig. 4 KP. Morgengrauen und KP wieder voll. Verfolgung, sehr effektiv, aber auch nicht wirklich so sehr effektiv. Okay, das war's leider mit Boney. Rein mit dir, Mr. Fister. Oh, komm schon, ey. Alter, das Kackding ist schneller als wir. Komm schon. Gerne, so ist chillig. So kann's gehen. Huiuiuiui. Das war Hardcore. Sharp rein mit dir. Komm, die Kommagen können wir auch noch mal reinholen. Vielleicht als Glücksopfer Sadomaso. Und Mr. Fister noch heilen. Oh, Verteidigung erhöht der Hardcore. Wunschtraum und so, okay. Antikraft war ja mal Jock gerade eben. Jock. Jock. Okay, dann machst du so lange, bis deine Werte erhöht werden. Hyperschall! Okay, zurückgerufen. Rein mit Metagross. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Ich denke, der macht so oder so Psychokinese, von daher ist. Jo, Sternhieb, okay. Okay. Können wir mal Sharp reinholen? Vielleicht macht er ja weiter. Ja, yep, tut er. Bockt uns nicht wirklich. Oh, chillig, Mann. Hardcore. Bockt uns kein Meter. Komm schon, Sharp, überlebt gut. Angriff steigt, okay. Ui, Pfund hat einen Volltreffer gelandet, habt ihr gesehen?
Hardcore. Leute, wir sind jetzt angekommen bei 40 Minuten. Ach, scheiß Intro ist ja da vorne, von daher scheiß drauf. Uiuiuiuiui. Hardcore. Kacke. Komm schon, Sharp. Komm schon. Fuck. Komm schon, Sharp. Das packst du, Mann. Uiui. Uiuiui. Komm schon, Sharp. Irgendeine coole Attacke. Ich weiß, du packst, mein Freund. S-H-A-R-P. Oh, scheiße, Mann. Kacke Aussetzer, das wär's. Fuck. Scheiße, warum habe ich F1 gedrückt? Okay, Blitz hätte cool sein können, aber okay. Komm schon, Sharp, Sharp, Sharp. Aero Ass. Ja, okay. Heilung? Nein, das ist nicht gut. Ah, keine Wirkung, das ist scheiße. Wir brauchen irgendeinen Egelsamen oder so. Komm schon, na, ja, Fuchtler, nein. Okay, das war scheiße. Metallklaue, ja, klar, wo sind erst die Greatest, habe ich gehört. Komm, wenigstens orangen Bereich bringen, dann kann ich austauschen. Okay, schlecht. Ja, Mann, Turmkick, okay. Okay, weiter geht's. Psychokinese, nicht übel, mein Kumpel. Kannst mit Sternhieb auch nichts weiter mal machen. Ja, Mann, der schläft! Gott hat es so gewollt. Ich liebe dich. Was ein cooles Arschloch du bist. Also, Sharp meine ich. Weil er Gene eingesetzt. Na, was hat er gesagt? Gesang. Ich meine nicht Gott. An alle, die religiös sind. Huh. Aufgewacht. Okay. Kein Problem, mein Freund. Okay, nochmal Sternhieb. Wir sind tot. Wir sind schneller, cool. Okay, nö, das fand ich nicht cool. Wenn wir schon als erst angreifen können, dann will ich schon speichern. Knochenkeule ging daneben. Das war jetzt schlecht. Groll, Jock. Dreschflegel, Jock. Komm schon, wir haben nur noch Metagross killen, Mann. Okay, komm schon. Okay, was ist mit Nekomagin? Kann ich angreifen? Ach, ich setze mal ein Safe State auf 2. Okay, der macht so einen Teil. Heißt, ich kann auch gleich wieder zu dem zurück. Komm schon, Sadomaso. Irgendwas Cooles. Okay, jeder KP ist hier wichtig. Fuck, das Ding killt uns, derbe. Okay, Erdbeben für Sharp. Hyperstrahl. Das Ding kann Hyperstrahl. Aber das können wir uns ausnutzen. Ja, Mann. Komm jetzt, komm bitte, 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 bitte. Sharp, mein Freund. Tu's für Daddy. Komm schon. Komm schon, irgendeine Attacke, die sofort killt. Hydropump oder irgendwas Cooles. Komm schon, mein Freund. Aquahaubitze. Tötet es natürlich nicht. Ah, Kacke. Aber?
Mal gucken, was kann hier. Da macht wieder Hyperstrahl. Hardcore chilliger Typ. Okay. Da kann sich erstmal wieder aufladen, der Typ. Okay, da macht wieder Hyperstrahl. Der ist ja cool und mutig. Und keine Wirkung, wie schlecht. Okay, ich glaube, der kann nur noch Erdbeben und das andere einsetzen, kann es sein? Erdbeben und Hyperstrahl. Ja, Mann, paralysiert. Okay, wir sind schon mal schneller. Okay, nein, es ist anti-cool. Okay, speichern. Huh. Alter, komm, da muss was kommen, was den killt. Das könnte was Cooles sein. Nicht angreifen, okay. Nein, das könnte was Cooles gewesen sein. Oh, fuck, der hat den ja auch noch. Naja, Mann, ich will erstmal Metagross aus dem Weg räumen. Kein Memento Mori. Okay. Doppelteam. Jock. Komm schon, irgendwas Chilliges, bitte, komm schon. Hitzekoller. Danke, Lea. Dankeschön. Danke. Es sollte so sein, Leute. Mir wurde gesagt, ich soll die ganze Zeit safe staten, bis Hitzekoller kommt und Metagross killen kann. Es sollte so sein. Nur noch Lepumentas, Leute. Nur noch Lepumentas, komm schon. Es brennt. Ja, es brennt. Rick James, Bitch. Komm schon. Komm schon. Ja, okay, top Genesung, kack doch drauf. Ui, ui, hat die Psy-Welle viel abgezogen. Hoho, sheesh, komm schon. Okay, Wunschraum ist cool. Der kann auch nichts mehr einsetzen, gell? Oh, Mondschein, fitte Sache. Cool, der kann nur noch Reflektor einsetzen. Was ein chilliger Typ, der kann nichts mehr machen. Hardcore-chilliger Typ, da können wir noch screenen. Turmkick. Und wir haben immer noch alle KP. Eissturm. Killt es fast. Und noch eine Top-Genesung. Ja! Komm schon, Barriere. Ja, wir machen auch noch Bildschirme hier aufstellen, gell? Komm schon, Sharp. Wertewechsel, jetzt haben wir Schwebe, okay. Was wir so oder so schon haben, so gesehen. Huh, jetzt können wir eigentlich ganz gechillt und getrost hier durchlaufen. Hoffentlich packen wir es noch vor der Stunde. Silberhauch, ja man, sehr effektiv, so ist chillig. Speichermaus aus keinem bestimmten Grund. Ui, jo, Leute, wir haben es gepackt. Wir haben für Metronom keine AP mehr. Huhuhu. Kacke, Schischlan. Kacke, Mann. Schischgasch. Aschkaschbigasch. Komm schon, Bluebeard. Egesam, dankeschön. Top Genesung, ja, okay. Egelsam ist aber noch drin, oder? Oh, Durchbruch. Ja, mein Egelsam ist noch drin. Egelsam geht. Das ist cool, solange Egelsam geht, haben wir gewonnen. Alter, der Kampf ist episch. Ich liebe diese Champ-Kämpfe. Der gegen Haribo bei Blattgrün war sowieso der geilste, ey. Hardcore, Mann. Komm schon, und? In Zeitlupe?
Leute, es ist vollbracht. Spieler besiegte Champ Troy. Oh, geil. 50 Minuten. Kacke. Eine Stunde. Verkackte Scheiße, Mann. Alter, war der Kampf derbe. Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten, sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht Höhns Neuer! Störenfried. Pandora! Möchtest du nicht ein paar Tipps bevor ich... Nein, möchte ich nicht, mein Freund. Kacke, Mann, Leute. Wir haben den Champ gekillt. Wir haben nicht mal 25 Parts dafür gebraucht. Und das Blatt Grün Metronom Run hat ganze, ich glaube, 67, ja? Eiskalte 67 Parts gebraucht. Oh, geil. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder, als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Meine Freunde, von Anfang an dabei und jetzt in der Pokémon-Liga. Geschafft und Troy endgültig in die Kiko getreten. Befinden sich in diesem Metronom-Team von Pokémon Rubin Edition folgende Pokémon. Da hätten wir Neko Martin, Sadomaso, SHARP, Bluebeard, Bone Sanity und Mr. Fister. Willkommen in der Ruhmeshalle und hier der Trainer, die Trainerin, unsere Heldin Pandora, alias Pandiro. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Chilliges Leben, guckt euch das an. Pokémon Rubin Edition Credits. Ich spule mal vor, kann ich ein bisschen... Ja, ich laber ein bisschen. Oh. Leute, wir haben es endlich gepackt. Ja, ich weiß, zwischendrin kamen überhaupt gar keine Parts. Wollte ich mich nochmal für entschuldigen, aber da, wie gesagt, da hat mir ernsthaft die Lust gefehlt und keine Motivation gehabt und so. Das war echt kacke. Ja, fast eine Stunde der Part hier, guckt euch das an. Der war einfach nur. Was soll ich sagen? Rubin, Metronom, Team Only Run, fertig. Damit habe ich jetzt zwei Metronom-Runs zu Ende gemacht. Hier am Ende von dem Video wird auch wieder ein Link zum Blattgrün-Run geschickt und für Takoro seinen blattgrünen Metronom-Run. Da erscheinen hier wieder diese Felder. Das ganze Video jetzt hier über, aber den Credits. Was kommt jetzt? Ich hatte es schon mal erwähnt gehabt in einem Part, aber ich sag's jetzt nochmal. Für die, die jetzt die Stunde durchgehalten haben, das zu gucken oder anzuhören, keine Ahnung. Jetzt, da das Rubin-Metronom-Run zu Ende ist, kommt nur noch Perl. Also wirklich nur noch Perl, nichts anderes mehr. Und nachdem ich Perl gemacht habe, kommt nur noch Metronom Bash. Bei Metronom Bash bin ich noch im Überlegen, ob ich mir das zusammen mit einem anderen Let's Player einteile. Und dann schaue ich mal, was ich an Let's Play-Projekten mache. Ob ich nochmal was zu Pokémon mache, bis ich einen besseren PC habe, um DS-Games von Pokémon zu zocken, weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal, wie ich drauf bin. Vielleicht mache ich irgend noch einen Hack oder sowas. Aber Pokémon ist und bleibt mein Lieblingsding. Auf jeden Fall, wie gesagt, Pokémon Perl Metronom Team Only Run. Darauf kann ich mich jetzt konzentrieren. Nur noch davon Parts aufnehmen, hochladen. Das wird richtig chillig. Und episch auf jeden Fall. Vor allem vierte Generation, mehr Attacken und alles. Das wird chillig. Nebenbei schicke ich hier nochmal den Link rein. Für meinen Musik-Channel. Der steht hier auch die ganze Zeit schon drin. Da sollte ich unbedingt mal drauf gehen. Lieder, die ich da gemacht habe, hoffentlich gefallen die euch. Also ich muss sagen, auch wenn es meine eigenen sind, mir gefallen die. Und den ganzen anderen 41 Abonnenten sind es jetzt, gefällt's auch. Und einfach kommentieren, bewerten, auf jeden Fall abonnieren, wenn es euch gefällt. Weiterempfehlen an Leute, die ihr kennt, weil der Channel richtig bekannt werden soll und alles. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite hier. Wir sind hier am Ende angekommen, wie wir jetzt sehen können. Schönes Ende.
Mehr gibt's nicht wirklich zu sagen. Es gibt diesmal zu diesem Rubin Run kein Video mit Epic Screenshots, weil so episch wie das Blattgrün Run war das Rubin Run jetzt nicht. Müsst ihr auch zugeben. Vielleicht war das Team ein klein wenig epischer. Hier und da sind ein paar Attacken gekommen, aber dadurch, dass beides, sowohl Blattgrün als auch Rubin, von der dritten Generation sind, sind die Attacken gleich. Deswegen mache ich da kein Screenshot-Video dazu. Zu Perl aber kommt auf jeden Fall ein Screenshot-Video am Ende, aber bis dahin erstmal dauert es noch ein bisschen, da habe ich gerade erstmal den zweiten Orden. Und das war's eigentlich. Wie gesagt, hier sind nochmal die, also was heißt nochmal, hier sind immer noch die Links zu TKs Blattgrün Metronom Run, dann zu meinem Blattgrün Metronom Run der Link. Zurück zum ersten Part für die Newcomer, die gerade hier eingestiegen sind, in dem Part oder in dem Part davor. Klickt einfach da drauf, dann kommt ihr zu Part 1 von dem Rubin Metronom Run und da unten der Link zu meinem Musik-Channel. Leute, ich habe richtig Spaß gehabt und habe immer noch Spaß zu Let's Playen und diese Runs zu machen und macht einfach derbe Fun. Und ich bin richtig stolz auf meine ganzen Abonnenten, 567 sind es jetzt. Fast die 600. Atomdis, ob das noch was wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich überlege mir dafür aber noch andere chillige, coole Specials für 600 Abonnenten Special und für folgende halt. Noch dazu will ich noch Takoro gratulieren zu seinen 1000 Abonnenten, Mann. Takoro, 1000 Abonnenten, was ist los? Ich war von Anfang an dabei, vom ersten Abonnent an dabei, wie TK angefangen hat zu Let's Playen. Vom ersten Rubin-Part. Bis hin jetzt zu Minecraft, was er zockt. Und das ist einfach geil. Ja, nochmal der Vorspann hier. Vielleicht hört man es, meine Stimme ist ein kleines bisschen weg, weil ich ein bisschen zu viel rumgeschrien habe. aber mehr gibt's nicht zu sagen. Das hier ist Pandiros offizieller einstündiger Part. Und ich lasse einfach nochmal bis komplett einer Stunde hier durchlaufen und alles. Laber noch ein bisschen. Und ja, mehr gibt's wirklich nicht zu sagen eigentlich. Ganz genau. Nee, mir ist gerade noch was eingefallen, weil ich habe gar nicht erwähnt, dass hier auch als Link angezeigt wird der erste Part zum Perl-Metronom-Run für die, die es noch sehen wollen. Ist mir gar nicht eingefallen. Somit stehen jetzt 5 Links hier drauf im Bildschirm drauf. Die stören auch nicht. Ich will auch, dass die schön lange da drinnen sind bis zum Ende des Videos. Da könnt ihr das noch anhören und dann kurz vorm Schluss dann einfach draufklicken und alles. Chilliges Leben. So, ich lasse jetzt einfach nur mal die 2 Minuten durchlaufen, damit ich den einstündigen Part hab. Leute, das war's mit dem Rubin Run. Wir sehen uns im nächsten Part zur Let's Play Pokémon Perl. Metronom Team Only Run. Ich bin Pandiro, verabschiede mich, ihr seid die besten Leute, haut rein und ciao!